Mozart und die flinken Finger von einer versierten Pianistin. Normalerweise begleitet Lochi Agne Pecu Schüler von der Musikhochschule Neuenburg. Weil diese Schule aber aus Spargründen soll zugehen, sucht sie neue Einnahmequellen. Es ist wahr, man muss als Künstlerin offen sein für Neues und neue Ideen prüfen. Heute hat sie ein Vorspiel. Sie will arbeiten für Denis Frenkel und seine Pianistenagentur. Ich bin verantwortlich und schaue, dass die Einsätze vernünftig gezahlt werden. Aber du kannst jetzt sagen, ob du willst oder nicht. Der Handel ist besiegelt. Die Lochi Agne Pecu wird Teil der Pianistenagentur. 40 Klavierbegleiter, parat zum Einspringen in Not, bei Chör, Solisten und anderen Ensemble. Ich muss immer ein bisschen improvisieren, wenn ein Auftrag kommt. Das macht spannend, ist aber auch anstrengend. Ich muss zum Beispiel schauen, dass ich unsere Pianisten dort einsetze, wo sie auch ihre Stärken haben. Das System funktioniert einfach. Der Auftrag kommt per SMS. Zeit lang nur zum Trockenüben. Das Mal springt er ein beim Chor vor Uni Lausanne. Gespielt wird König David vom Komponist Arthur Honegger. Ich präge mir möglichst alles gut ein. Das ist ein schwieriges zeitgenössisches Stück. Nicht Mozart oder Beethoven. Das ist schon ziemlich sportlich für mich. Heute Abend tut Denis uns begleiten am Klavier, weil unsere Pianistin nicht kann. Der Denis Frenkel kennt das Stück, aber er hat seit 10 Jahren nicht gespielt. Ich bin froh, ist er eingesprungen. Für mich ist es schwierig, in letzter Minute einen Pianist zu finden. 200 Franken für 2,5 Stunden, Honegger. Der Einsatz ist ein Erfolg und die Chorprobe gerettet.